So, willkommen zurück zu Let's Fail Portal 2. Ich habe während der kleinen Pause einen dezenten Hinweis gegeben. Dezent. Wo bist du jetzt? Mal sehen, wie lange es noch dauert, bis sie es komplett gelöst haben. Ich mach draußen 2000 die Jahre später. Groß hat uns das jetzt alles lang und breit erklärt. Nein, ich habe euch noch nicht alles erklärt. Ich habe euch schon alles erklärt, ihr müsst es auch verstanden haben. Das ist geht alles. Ja, und weil unsere Brains irgendwie eingefroren sind oder schon in Urlaub. Wir sind in der Gefriertruhe. Bist du trotzdem tot, genau. So. Muss ich euch für die Stelle jetzt auch noch helfen, oder wie? Nein, ich glaub nicht. Ja, ist ja noch 25 Minuten Zeit. Ja, dann was musst du jetzt tun? Na, Schmackes muss die Dinger da setzen, irgendwie. Genau, und wie macht er das? Ja, mit der Portaltaste. Der Portal. Schmackes, setz mal die Dinger alleine. Viel Spaß. Bei Wolf rennt schon wieder weg. Ja, er hat doch. Ja, ein Portal. Da fliegst du gegen die Wand. Herzlichen Glückwunsch. Wolf schickt mich mal. Wie soll er denn das zweite setzen, wenn er schon das eine Portal da oben setzen muss? Er kommt doch gar nicht auf die andere Seite alleine. Und da sieht man es mal wieder. Du musst da. Du musst jetzt für Schmacki einen Weg bauen. Oha. Jetzt kann er das zweite Portal setzen. Ach so, das ist gemein. Das ist ja, dann hat natürlich dasselbe nochmal gesetzt, weil er klug ist. Jetzt kann er's. So, jetzt ist endlich ein Weg offen. Jetzt kannst du alleine auf die andere Seite das erledigen. Uiuiui. Ah, wohl. Wir sind ganz alleine drauf gekommen. Ja, ja. Ja, das ist ja auch schon das Endlevel, oder? Da kommt ja auch nichts mehr. Ja, mit Schalter. Was könnte jetzt der Schalter machen? Oha. Jetzt kommt das nächste. Das ist hoffentlich nicht mehr so schlimm. Also, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, dann wär's traurig. Scheiße. Das war jetzt aber nicht so beabsichtigt. Tja, jetzt ist natürlich die nächste Frage. Wie kriegt man den Cube da raus? Vielleicht hattest du nur den Griff verschießen. Ja, und was könnte dann der andere machen? Denn das ist ja wieder... Sag mir nicht, dass ich das jetzt machen muss. Doch, das musst du machen. Nein, ich werde verrecken. Tja, das ist dann halt Übung. Schmacki muss den jetzt immer wieder draufsetzen und du musst ihn fangen. Ja, wir sind nämlich die Katapultplattform am Anfang da. Das ist der einzige Grund. Ja, mach. Hey! Easy! Oh, sie haben es mal geschafft! Das easy, ohne Reservierende! In Rekordzeit. So schnell hat noch niemand das Rätsel gelöst. In wohlfischen Stunden hier. Ja, ich sag ja, das sind Wolfstunden, die eingerichtet werden müssen. Ich bin natürlich ganz alleine drauf gekommen. Ja, Schmacki, du musst schon hier rüber zur Tür kommen. Dafür musst du schon irgendwie zu einer Bildplattform. Nein! Ich bleib hier stehen. Zum Glück war das Rätsel ja einfach. Ja, zum Glück war es auch das letzte Rätsel. Komm ja jetzt nichts mehr. Wir hängen jetzt mindestens 30 Minuten an dem Rätsel. Aha.
Und ohne Hilfe wären es bestimmt nochmal 30 Minuten gewesen. Ja. Der Wolf zieht halt auch gerne was in. Ihr hattet nicht einmal einen Aufzug. Müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Was ist, wenn dann jetzt noch schwerere Aufzuglevel kommen? Den Part habe ich eröffnet, nicht wahr? Logisch, dass dieser Fail Part. Ich mag ja den Part eröffnet. Eröffnet. Dieses Objekt heißt, ist eigentlich egal, wie es der Wolf heißt. Bitte zum Tanzen. Du hast deinen Spaß. Genieße es so schnell du kannst. Das klingt. Da regnet Kacke vom Himmel. Ja, das ist gerne Kacke. Blau. Ja, mit dem Wolf schon. In ganz Österreich ist auch Kacke blau. Ja, guck. Wir haben blaue Schlau gelöst. Wir haben blaue Schlau gelöst. Wir haben blaue Schlau gelöst. Ja, Wolf hat nicht blaue Schlau gelöst. Ja, wieso geht das so tief nach unten? Ja, weil das... Weil eventuell ein das Ding steht. Wie ein Kehl. Wo lacht ihr denn? Wolf hat blau und schlau verkackt. Wolf hat blau und schlau verkackt. Deswegen geht das doch unten auch verlacht. Oh Mann, es ist so traurig. Was ist wie ein Kehl? Der Wolf kann nur laufen wie ein Diablo 2. Auf kommt eine Aufgabe, ist schon wieder Standby-Modus. Ja. Schnauze. Wenn es nicht in eine Richtung geht, dann ist der Wolf schon überfordert. Es ist 3 Uhr morgens, Alter. Ja und? Wenn ach jetzt 5 Uhr Mittag wäre, wäre es nicht. Anders. Ja. Jetzt habt ihr alles voll gekackt und jetzt? Das war blau nochmal Bounce-Farbe, oder? Ja. Erstmal, ich sollte direkt die ganze Flasche holen, nicht immer Gläser auf. Ich hab springen gedrückt, du komischer Robenfors. Du hast tauchen gedrückt. Ja. Der Subtext dieser Grube ist Säure. Der Inhalt ist ebenfalls Säure. Lass das erst einmal auf. Wolf, hast du verstanden? Da unten ist Säure drin. Ich glaube, ich weiß schon, wie es gemeint ist. Die du glaubst, oder weißt du? Oh, ja, bounce die Farbe mal hier hin. Bounce das Gebounce. Nee, da oben musst du machen. Ja, überall. Boah, ist ja Teamwork hier. Bestes Teamwork. Ja, jetzt ist der Wolf hier am Fetten über die Grube, ey. Das ist nicht. Und was bringt das jetzt hier? Ja, kann er. Bing, 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 ich wirst du gleich sehen, was das bringt. Hoffentlich. Hat die Farbe härtet dann oder was? Nee. Jetzt kommt der Lore. Da muss noch ein bisschen sein. Jetzt wirst du, jetzt wird gleich der Lorena hier sein Lorena Skill zeigen. Es kommt Lorena. Jetzt kommt der Diablo 2 Skill. Das kam auch in Diablo. Ich trau mich nicht. 3, 2, 1, ja, das war wahrscheinlich ein bisschen zu schlecht. Okay, dann. Nein! Oh. Dem. Oh, ja, reicht, dass dieser ein Zoom-Pen Rundspiel auf einmal. Oh. Nochmal alles voll scheißen. Wie kann man es pausieren? Das ist Gel. Kleidgel. Absolut. Ja. Das sind geschredderte Schlümpfe, ey. Ja,
Schlumpf. Ach ja, ich war gestern beim Verleinigst und hab mir für 5 Euro fette alte Schlümpfe Fette tot. Guck mal, Glados, sie musste die ganzen Sachen umändern wegen dir. Frau ist nur am Knüppeln, ey. Das Motiv ist jetzt nur Leben, weißt du? Hoffentlich schafft das endlich mal. Ja, finde ich in Ordnung von ungefähr. Arme Frau. Ach ja, klar, das lernst du ja im richtigen Spiel noch ein bisschen mehr kennen. Sie ist 27, sie ist Single, sie liebt harten, geilen Sex. Ich glaube, er hat das die ich kriegen möchte. Der Wolf wird das vom Spiel schon gefunden. Das ist heiß, Mann. Warum werden eigentlich ich mir zu Sau gemacht? Ja, du springst das doch hier so auch. Scheiße. Schmacki macht ja nichts. Okay, Schmacki, spring du. Los. Jetzt ding, 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 fertig. Dick, 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 dick. Das wäre dann die ultimative Blamage. Ja, los, Schmacki. Da hat er ihn fertig gemacht, ey. Jetzt klappt's. Ja. Ist alles nur eine Frage der Koordination. Aber hey, Hauptsache Schmacki. Er muss es erstmal vormachen, bevor das Kind. Ach, das ist so eine Zapfenfarbe. Ja. Muss das Wolf erstmal. Also ich kenne ja Portal 2 auch nicht. Ist auch komplett blind. Was willst du denn jetzt schon auf der Seite? Ja, ich? Ja, Wolf. Ja, der Ausgang ist auf der anderen Seite. Ich will nur. Willst du nur was machen? Ich will Part beenden. Nein! Nicht nach 12 Minuten. Was? So. Da, was? Er will Fette machen. Dann müsste er die Mission noch so lange ziehen. Ey. Ich mag die. Lars, ihr hockt schon seit fast einer Viertelstunde an dem Rätsel. Naja, wenn immer jetzt, wenn immer der sprungelige Techniker zuerst springt, der die Brücke gesetzt hat, dann muss die Brücke jedes Mal neu gesetzt werden. Irgendwie so werde ich mal nur ich zur Sau gemacht. Ich glaube, Schmacki muss jetzt öfter mal als erstes hier ran. Okay, Schmacki, das viel Spaß. Oh, was war das denn nochmal, das Gelbe, das Orange? Ich weiß, was es ist. Oh, oder was? Rutschen? Hui. Nee, was? Ja, das war das. Das war Rutschen. Guck mal, das hat jetzt eher eine Kackfarbe. Oh Gott, jetzt wird's auch noch bunt hier. Bunter bunt. Es kommen auch noch Farben hier mit. Oh Gott. Aber warte mal, das Blaue lässt einem springen. Ist schön, ist schon kompliziert, jetzt mit Farben zu arbeiten. 3D-Farben, Portal. Schmacki, das Blaue lässt einem springen, wenn, aber dass die andere Farbe quasi fast das Gegenteil davon ist, müsste sie eigentlich auch die gegenteilige Wirkung haben, oder? Nein. Na, dann fehlt Interpretation. Oder und, Überpretation. Ja, Wolf macht's schon richtig. Da ist ja. Da, ich dachte, ja, das wäre eine Plattform. Ich dass das auch Säure ist. Ja, ich hatte auch für diesen festgestellt, dass es Säure ist. Ja. Ich dachte, da wäre eine Plattform. Hallo. Ja, ich habe nach unten geguckt und nur Säure gesehen. Ich glaube, da ist eine unsichtbare Plattform. Oh Mann. Oh Mann. Ihr seid gegen mich. Ha, hast du davon. Oh, da sieht man schon. So, jetzt lass mal den Meister hier ran. Ja, Meisterlampe. Okay. Ah, es ist schon da. Okay, was machst du da? Lass mich ran. Weg da. Ja. So. Lass mich ran, ich möchte mich nicht fliegen. So, jetzt bin ich da. So. Er ist nicht gesprungen. Ich kann mir das nicht mehr mit ansehen. Ich muss jetzt erstmal was essen. Gib mir auch was ab. Ich bin hier schon seit Stunden am Verhungern. Er futtert doch nebenbei.
Aber wir haben jetzt keine Lust, in die Küche zu latschen. Die 2 Meter sind mir viel zu weit. Das ist ein ganzes Stockwerk, hallo. Oh, die sind jawohl, zwei kommt ja auch nicht mal hier vor, hier klar. 10 Zentimeter sind mir viel zu weit. Ja, ihr Schlingels, was macht ihr denn da? Ah, ich krieg scheiße ins Chris. Was? In sein Fotzen. Moment. Ja. Moment. Moment. Denkt er tatsächlich nach? Hallo. Übernimmt dich aber nicht. Es gibt WWE. Ja. Aber es ist ein nices Gameplay-Element mit den Farben. Da wird's passen. Von da aus da hochspringen und durchgehen. Aber da muss man erstmal hinkommen. Muss man auch erstmal hinkommen. Wofür ist die rote Farbe überhaupt gut? Für was ist die blaue Farbe eigentlich gut? Bei uns. Der Wolf badet den Gusch, den Kacke. Der Wolf heißt selber nicht. Hui, 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 hui. Oh, schade. Hui. Das war falsch. Nein, nein. Oh. Hui, ich kann springen. Das war jetzt eigentlich... Oh. Oh. Oho, Baby. Wolltest du gerade die Wand hochlaufen? Lauf und der Wolf weiß nicht mehr, wo er hin. Bounce! Nein, du hast ein Loch gemacht! Oh ich will weg, nein! Oh, da sieht man es mal wieder. Warum immer ich? Oh, meine Güte, noch ein Warum immer ich? Boah, Wolf und Forst, das wäre noch geiler. Damit das... man die fahren kann, dann wären wir immer noch im Tutorial-Raum. Im Portal Limbo, Leute. Da trinke ich meinen Likör, der so toll nach türkischem Honig schmeckt. Bieten die an. Intensiv. Oh, das öffnet was, aber was tue ich jetzt als nächstes? Ich mach gar nichts, jetzt darf Schmackes mal. Jetzt darf der sich auch mal blamieren. Ich habe mir schon mehr als genug Fanservice geboten. Das hat man ja vorher gesehen, wie das dann plötzlich so gut funktioniert. Toll. Moment. Was macht das orange Zeug? Ja, probier's doch aus. Das ist ein LS Braun. Ach so. Hallo. Ich hab dich nicht mehr gesehen. Es ist blöd, weil ich hab dich nicht mehr gesehen. Ja, gute Frage. Was tun jetzt? Was tun jetzt? Was machen Sachen? Hui! Hui!
Was ist jetzt wieder los hier? Mein Brain. Es implodiert gleich, ey. Ich bin überfordert mit der ganzen Situation. Und das Kleine ist auch großartig implodiert. Mhm, so. Du. Komisch, nur weil ich mal gesagt habe, es nie. Ja, ich hab ja auch deine Übertragung, ja. Ich weiß gar nicht, wie es gehen soll. Das Kompetenzteam wieder. Nee, das ist das Ding. Wir müssen jedenfalls darüber. Ja, aber wie geht's weiter? Oh, meine arme Nase. Total zu, total am Brennen, total am Kribbeln und alles. Hast du nicht Wasabi oder sowas zu Hause? Weil ich kann dir dann empfehlen, so einen schön gehäuften Teelöffel davon direkt zu verspeisen, dann ist die Nase wieder frei. Durch die Nase ziehen, das Zeug. Ja. Dann ist es frei. Ist eigentlich auch grün, es hört gar nicht auf in der Nase. Das ist immer Chinaöl hier. Oder Drogenschnüffeln. Ja, wenn man das in Österreich macht. Du tust das, dass alle Österreicher Drogendealer werden. Nein. Was macht dieses Zeug? Ich glaube, damit kannst du nicht mehr so hochspringen. Ich glaube, das ist Rutschen oder sowas. Dafür habt ihr jetzt 10 Minuten gebraucht. Naja, eigentlich 23 Minuten, weil der Part ist gleich vorbei. Nee, 23 Minuten nicht, weil er hat ja die rote Farbe erst nach... Ach so. Nach Viertelstunde. Ja, Serax hat das alles aufgeschrieben. Tja, wie ist das? Ich hab das alles dazu. Hui! Brauch ja meine Beweise. Moment. Ja. Moment, bleib da stehen. Nein. Hä? Okay, auf mein Kommando springst du. So. Jetzt! Na, wie soll ich da hinkommen? Wie mache ich das? Wie bin ich da? Ich will da doch nur oben hin. Versuchst du überhaupt die schwarze Wand ab? Ups, das hat sich gerade vergessen. Du. Sind wir ein paar Schande. Wow. Wer hat den Part eröffnet? Du oder ich? Du warst es, glaube ich. Ja. Dieses Let's Play hat sich Magie eröffnet. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Schmackis begeistert. Ich auch.